So, Shakes and Fidget wieder back in action mit eurem Schilling. Bevor sie wieder richtig losgeht mit einigen Dungeons und Gildenkämpfen und Gilden-Dungeons und was nicht noch allem, noch die kurze Ankündigung, wie schon von mir angekündigt, Server 19 in Shakes and Fidget ist am Freitag gestartet um 16 Uhr. Und jetzt habe ich mich mal angemeldet, nur um mal zu schauen, was denn so los ist. Wurde anscheinend gerade angegriffen. Und es gibt hier momentan 8113 Spieler nach dem ersten Tag. Ja, lässt schon langsam nach. Ich kann mich erinnern, damals so circa 10.000 Spieler direkt bei einem neuen Server. Der erste Spieler momentan Stufe 23, Darkness von den Elementargeistern. Und das dürfte auch momentan die höchste Stufe sein. Und die Gilde auch, Elementargeister, würde da auch wahrscheinlich irgendwo oben sein. Nein, jetzt sehe ich sie gar nicht. Ja, jedenfalls, das hier ist der neue Server, Server 17. Und es gibt ein Erfahrungspunkte-Event. Immer wenn dieser komische alte Yoda, also Yoda, der Yoga-Kreis hier sitzt, die alte Oma, die erfahrene Oma, da gibt es mehr Erfahrungspunkte. Das heißt, da lohnt es sich jetzt dieses Wochenende noch, immer die Quests mit den meisten Erfahrungspunkten anzunehmen und 300 Abenteuerlust zu spielen, auf jeden Fall. Ja, soweit zu Server 19. Der iWeapons, kennt sicher jeder Shakes and Fidget Fan, und Magic Doom mit ein paar Kollegen, die wollten hier eine lustige Challenge starten und wieder ein großes Ding drehen, aber dann waren sie schon mal, eine kleine Geschichte, kurz vorher noch ein wenig schlecht drauf, da beim Magic Doom mal direkt das Internet genau um 16 Uhr abgespackt ist und bei iWeapons ein Problem, welches ich auch in letzter Zeit immer häufiger treffe, dass sein Name direkt weg war. Nach den ersten paar Sekunden war sein Name weg, dann hat er seinen zweiten Namen probiert, der war auch schon vergeben und alle Namen, die er so verwendet, durch die Bank weg, alle vergeben. Ja, ich auch, egal welches Spiel ich anfange, sei es jetzt, ich weiß nicht, Martial Empires auf einem neuen Server, Cultures Online, Hero Zero, sofort alles weg, Schilling, Daniel, okay, Daniel ist eigentlich nicht mein Name, der Name wird nie irgendwo frei sein, aber ja, alle Namen, die man eben so von mir kennt, alle direkt weg. Werden wir vielleicht einen neuen überlegen müssen, einen neuen Notfallsnamen. Wie gesagt, das war der kurze Smalltalk-Einleitung, jetzt geht's los mit Server 17 und da mal ein wenig Tavernenquests. Ich habe den Schlüssel gefunden im Zauberladen heute früh, noch fix gekauft. Im Waffenladen checke ich noch auch mal kurz, 128 Stärke, aber hier habe ich einen Epic gefunden, schon länger her, bei einer Mission. Das hat mich richtig gefreut, denn ich habe schon länger keinen Epic mehr bei einer Quest bekommen. Ab Level 50 kann man nämlich zufällig bei Quests auch Epics bekommen, aber die Chance ist wirklich extrem gering. Gildenkampf, oho, gegen Troja. Ein ziemlich dünn besetztes Troja, sehr wenige Trojaner. Zum Glück nicht am PC. 21.500 Erfahrungspunkte, naja, immerhin besser als gar nichts. Und jetzt schaue ich nochmal, die Tränke sind noch alle aktiv, jawohl, noch sehr lange. Das heißt, ich kann feuchtfröhlich skillen und so, zwar so richtig schön. Oh ja, da wird jetzt ordentlich was weitergehen im Dungeon. Das sehe ich jetzt schon. Da öffnet sich auch direkt der nächste Dungeon. Mal schauen, hier der erste Grabräuber Level 86, ein Krieger. Der sollte jetzt nach dem ersten Versuch liegen. Ich habe fast mehr Lebenspunkte als er, mehr Glück, mehr Stärke. Eine sichere Sache und eine Epic-Waffe. Wenn ich mir ein Epic aussuchen könnte, wäre es eigentlich immer die Waffe, weil der Schaden doch am wichtigsten ist irgendwie im Spiel. Yes! Yes, yes, yes! Und direkt Sammelalbum, auch die Waffe und der Dungeon-Gegner. Nicht schlecht, ich habe zwar erst eine neue Waffe bekommen, aber da ist die nochmal um tausende Längen besser. Das heißt, die kommt gleich weg. Yes, nicht schlecht. So fängt der Dungeon ja schon mal gut an. Wer kommt hier als nächstes dann? Der Räuberhauptmann gibt wieder zu 100% ein Epic. Dann der fiese Monsterhase, der Brüllraptor und der verseuchte Baum. Ja, fieser Monsterhase, Stufe 82 Kundschafter. Dich mache ich ja mit links. Kein Problem für mich, hoffe ich mal. Wenn er nicht immer ausweichen würde. Aber geschafft, wuhu.
1569 Gold. Jetzt wollte ich schon Münzen sagen, weil ich jetzt die ganze Zeit hier Hero Zero spiele und dort heißt es Münzen, hier heißt es Gold. Da kommt man schon mal ein wenig in Durcheinander mit diesen vielen Browser-Games. So, hier als nächstes der Halsabschneider, dann hier wie gesagt der Brüllraptor. Probieren wir den mal. Stufe 80 Kundi. Sollte auch am First Try eigentlich down gehen. Schauen wir mal. Und Augen zu und durch. Wow, das wird ja immer besser. Flammenstahlgürtel der Verwüstung. Er zeichnet sich besonders durch seine spezifischen Eigenschaften aus. Und ein Level-Up. Jawohl, der hat fast dreimal mehr Rüstung und bessere Attribute. Yes, nochmal stärker. Und bin am Maximum von 50% Rüstungsabsorbierung, Schadensabsorbierung. Das heißt, schade, liebes Epic. Freut mich, dass ich dich gefunden habe. Wir kannten uns leider kaum, aber jetzt kommst du weg. Nach dem Brüllraptor der Sumpfkrieger und der verseuchte Baum hier der erste Gegner in dem Dungeon, schon Stufe 92, aber verhältnismäßig auch noch recht schwach. Könnte ich auch schaffen, ich habe sogar mehr Stärke als er und wieder am ersten Versuch geschafft und bekomme leider nur Gold. Aber zwei Epics schon mal und das ist wirklich nicht schlecht. Ja, und die restlichen Dungeons, die hebe ich mir jetzt mal auf, das reicht mir jetzt mal. Vielleicht steige ich noch ein paar Level, dann werden nämlich die Epics noch besser. Denn die Epics richten sich immer, die Qualität der Epics richtet sich immer danach, wer das noch nicht weiß, nach dem niedrigsten Level. Also wenn jetzt zum Beispiel ich Stufe 76 bin und der Gegner Stufe 90, wird das Epic immer Stufe 76 haben. Wenn jetzt ich Stufe 100 bin und der Gegner Stufe 90, dann wird das Epic immer Level 90 sein. Das heißt, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, dass ich jetzt noch hier ein paar Level steige, bevor ich mir dann die ganzen Epics abhole. Denn jetzt habe ich hier schon 1, 2, 3, 4 Epics. Das sieht doch schon mal recht gut aus. Jetzt nochmal ganz fix dann zum Server 14, zu meinem Hauptcharakter, schon Stufe 217, heute aufgestiegen und schon so viel Erfahrungspunkte gemacht und noch kaum was getrunken, eben wegen dem Event. Da kann man mal sehen, 2 Millionen Erfahrungspunkte, eine 10 Minuten Quest und das, obwohl die Gilde noch gar nicht so ausgebaut ist. Na, wer hätte gedacht, das Gobota-Land, natürlich den Kampf nicht gesehen, hat sich schon wieder mal gelöscht. Deswegen starte ich jetzt gleich mal den nächsten. Gold, wie viel kostet der denn? 1 Million. Aber den sollte ich jetzt dann wahrscheinlich irgendwann gar nicht mehr schaffen. Denn irgendwann werden die Kämpfe ja auch dann schon schwieriger. Und ja, so stark bin ich dann alleine auch wieder nicht gegen die ganzen Dungeons. Ich bin jetzt schon im Gilden-Dungeon 10 von 50, habe ich erledigt. Das ist jetzt der 11. Na, mal schauen. So, Waffenladen, Zauberladen habe ich heute noch nicht vorbeigeschaut. Huhu, eine Intelligenzwaffe, die aber schlechter ist als meine. Beziehungsweise mal schauen, ja, der Waffenschaden ist auch nicht so gut, denn ich schaue immer, dass ich viel Maximumschaden habe, also 565 bis 1361 und die hat nur 956 bis 980. Das heißt, kaum hier eine große Distanz. Zauberladen, Und meine Tränke habe ich zum Glück hier auch noch alle und zwar auch noch sehr lang. 4.3., 4.3., 29.2. Das passt ja soweit. Das heißt, ich habe wieder einiges an Gold noch zum Ausgeben. Und das war es auch schon wieder. 3, 4 Versuche probiere ich jetzt bei dem noch. Immerhin bin ich ein Level gestiegen und habe geringfügig meine Stats verbessert. Aber trotzdem, an dem knabber ich noch immer. Der ist einfach unbezwingbar für mich momentan. Da müsste ich echt mördermäßig viel Glück haben. Das war schon recht knapp. 18.489 Lebenspunkte hätten mir da nur noch gefehlt. Das sind gut 100 Ausdauer, denke ich mal. Ja, da habe ich auch mit wenig überlebt. Naja, gut, aber die Pilze, die spare ich mir jetzt noch auf. Apropos Pilze, es gibt wieder, wie nach jedem Serverstart, so gut wie eine Pilzaktion. 20% mehr fürs Geld. Also unbedingt reinschauen, wenn ihr vorhabt, in nächster Zeit Pilze zu kaufen. So, 10 Minuten, 2 Millionen, besser geht's nicht.